Hey Leute, Wado hier. Willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. In der Folge heute öffnen wir eine legendäre Truhe. Die war einfach im Shop und da muss ich dazu sagen, das ist jetzt nicht live. Also habe ich letzte Woche geöffnet, was einfach daran liegt, da war ich in der Prüfungsphase, war ich ein bisschen krank und da war ich nicht in der Lage, halt richtig zu reden und aufzunehmen. Aber ich habe die trotzdem mal aufgenommen, wie ich die geöffnet habe. Aber ich hatte nicht Zeit, zum richtiges Video zu machen, deswegen nehme ich jetzt das auf. Und dazu muss ich sagen, ich habe schon fast alle Legendaries. Also ich war sehr lange Free-to-Play, aber ich habe jetzt fast alle Legendaries. Mir fehlt noch der Inferno-Drache, der Elektromagier und der Friedhof. Also ich muss sagen, Elektromagier oder Friedhof würde ich am coolsten finden. Gerade Elektromagier ist so cool, ich würde den so gerne haben. Der würde auch, glaube ich, in super viele Decks passen, die ich habe. Denn der Truhe ist drin. Der Eismagier! Die angeblich beste Legendary im gesamten Spiel. Ich komme mit den Eismagier noch nicht so richtig hundertprozentig klar, aber vielleicht ist sie auf Level 2 richtig geil. Und das werden wir jetzt in dieser Folge herausfinden, deswegen jumpen wir jetzt in die Realität und zwar zu meinem aktuellen Spielstand. Okay, wir sind jetzt hier im Spiel, das ist mein aktueller Spielstand, was sich auch geändert hat. Ich bin endlich Level 10 geworden. Ich war ja ganz lange Level 9 und Arena 10. Jetzt bin ich Level 10 und Arena 9. Der Grund dafür, warum ich so abgestiegen bin in den Rang, liegt einfach daran, ich habe hier ein Deck. Weil mit diesem Deck hier bin ich ohne Probleme. Das ist jetzt nicht nur einfach so angeben, ja, ich bin ohne Probleme. Mit diesem Deck hier bin ich ohne Probleme so im Bereich von 2900 bis 3300. Das schwank ich so. Aber ich komme mit diesem Deck nicht weiter. Ich würde sagen, das ist so das Beste, was ich mit meinem Skill erreiche aktuell mit dem Deck. Bis der Riese Level 7 ist. Also wenn der Riese bald Level 8 ist, komme ich eventuell weiter. Aber bis dahin komme ich nicht weiter. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, probiere ich mal ein paar neue Decks aus. Und habe ich dieses Deck hier zum anderen ausprobiert. Übrigens eine Princess Level 2. Habe ich überhaupt nicht gewusst. Aber das Deck ist ganz okay. Aber auch nicht so richtig gut. Damit habe ich sehr viel verloren. Und da habe ich dieses Deck hier ausprobiert. Damit habe ich unfassbar viel verloren. Weil ich überhaupt nicht damit klarkomme. Und hier ist aber der Eismagier drin. Und ich dachte mir, lass den Eismagier mal in dieser Folge heute auf Level 2 bringen. Da brauche ich aber erstmal mehr Geld. Ich kann mir hier noch eine. Machen wir es in der nächsten Folge vielleicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich muss jetzt wieder Geld ausgeben. Also zumindest muss ich meine. Come on. Kaufen wir uns Gold. Warum auch nicht? Verschwenden wir das? Warum auch nicht? Machen wir es einfach mal. Wir haben es ja. Und jetzt bringen wir den Eismagier auf Level 2. Pam. Okay, ja. Ich kann mit den Eismagier nicht spielen. Ich weiß, dass viele den als die beste legendäre Einheit einsehen, aber ich kann mit denen nicht spielen. Ey, es tut mir so leid. Es wird jetzt richtig traurig zum Zusehen. 12 Sekunden später. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich wurde hart verprügelt. Hey, are you okay? I'm dying. Help me. Ich wurde hart verprügelt. Aber ich weiß nicht. Auch wenn gesagt wird, das Deck ist gut, ich mag das Kampfholz nicht. Das ist so, wenn der irgendwie Lakaienhorde spielt, dann bringt mir das überhaupt nichts. Ich meine, Sepp und der Eismagier, der macht wenig Schaden. Ich kann mit diesem Deck nicht spielen! Das ist scheiße! Ich mache mir jetzt selbst ein Eismagier-Deck. Oder ich nehme einfach irgendeins. Aber das, warum mir das im Klaren gesagt hat, dass dieses Deck funktioniert, ich kann damit nicht spielen. Tut mir leid. Ich suche mir jetzt ein besseres aus. Ich bin gerade so frustriert. Level 9 war noch die Welt super schön. Jetzt bin ich Level 10 geworden und bin fucking depressiv geworden. kein Eismagier. Aber der Eismagier wird halt auch super wenig gespielt aktuell. Habe ich das Gefühl, dass. Okay, hier wird er gespielt. Hier ist Funky drin. Mehr als hart versagen kann ich nicht. Deswegen probieren wir es. Ich will jetzt den Eismagier zeigen. Das ist die depressivste. Das ist mein zweites Video, glaube ich, auf diesem Kanal. Nee, dritte. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es eines der frühen Videos. Und ich bin so ultra depressiv jetzt schon. Das ist überhaupt nicht geil. Ich sollte eigentlich nur fröhlich sein und gute Laune machen. Für das ist mich einfach so richtig traurig. So richtig traurig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, okay. Oh. Feuer bitte auf die Wiesen bewahren. Oh, das hat geklappt. Das war geil. Das war ziemlich geil. Aber jetzt muss ich den setzen. Ja, Feuer. Okay. Das ist gar nicht so schlecht gerade. Das ist gar nicht so schlecht. Wir sind da mit dem Funky. Und wenn der Funky am Turm ist, der macht dir viel Schaden. Oh mein Gott. Ich gewinne vielleicht ein Match. Feuer nochmal ab. Yes. Oh mein Gott. Ich habe gerade Chancen. Feuer nochmal ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich liebe dich, Funky. Ich liebe dich. Er hat fast nochmal abgefeuert. Oh mein Gott. Oh. Okay. Oh.
Warum hat er das denn gesetzt? Feuer, 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 Feuer. Alright. Alright, ich fühle mich gerade ziemlich gut. Ich fühle mich gerade mit dem Funky ziemlich gut. Er wird aber gleich wahrscheinlich Skelett an mir setzen, deswegen setze ich mir Feuergeister schon mal produktmäßig. Hat nicht geklappt. Ja, was machst du? Ja, okay. Funky, kannst du noch einmal abfeuern, bevor wir... Ja, sehr schön. Ey, der Eisgeist und der Funky ist eine geile Kombo, fällt mir gerade mal auf. Das ist ziemlich geil. Dann machen wir noch ein bisschen Chip Damage und... Alter, bitte. 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 Yes, wir haben gewonnen. Wir haben Match gewonnen. Das ist ein Deck, wo ich sehen kann. Ja, okay, der Funky, der macht Spaß. Der Funky macht ja auch Spaß, weil wenn er an den Turm kommt und wenn er irgendwo mal abfeuert, ist der halt ziemlich geil. Und hier ist auch der Holzfäller drin, den ich sehr doll mag. Okay, okay, lass uns aber weiter spielen. Das kann ja nur ein Lucky Win gewesen sein. Lass uns einfach gucken, wo mein Gegner stand. Ich bin ja so tief abgestiegen. Okay, nein, ich sollte den Sieg nicht so abfeuern. Die höchsten Trophäen von meinem Gegner war 2799 und mein höchstes war irgendwie 3300. Ja, ich sollte das nicht so abfeiern. Ich sollte das nicht so abfeiern. Lass uns noch ein Spiel machen. Ich, come on. Mehr Siege. Der ist jetzt Level 10, mein Gegner. Das heißt, er ist noch erbärmlicher als ich. Er setzt aber direkt am Anfang. Moment. Warum setzt du direkt am Anfang die Pumpe? Das ist jetzt schon ein krasser Elixier-Nachteil. Wenn ich jetzt das irgendwie auf die Reihe kriege... Ich könnte jetzt mega viel Schaden machen. Wirklich krass viel Schaden. Ja, ja, ja. Na, okay. War schon ganz geil. Er braucht den Eismagier auf Level 2. Machen wir jetzt Eismagier-Duell. Ich würde sagen, ja. Und den Holzfäller. Oh. Komm, dann machen wir ein bisschen Chip Damage. Machen wir ein bisschen Chip Damage. Einfach ein bisschen Damage machen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Warum auch nicht? Warum auch nicht? Könnte der Funky den kaputt machen? Nee, der Funky macht 1000 Schaden mit dem Schuss, ne? Das reicht nicht. Da muss ich was anderes setzen. Ich weiß nicht was, aber ich muss was anderes setzen. Oder? Nee, ich setze ihn nochmal trotzdem. Das ist nicht genug Schaden. Das ist nicht genug Schaden. Das reicht nicht. Das ist dumm verteidigt gewesen von mir. Aber das Ding ist, ich bin kein Fan von der Skelettarmee. Weil die Skelettarmee... Die Gigi ist halt weg. Die Skelettarmee ist halt instant weg. Sobald der Golem explodiert. Aber ich muss jetzt die Skelettarmee setzen. Deswegen bin ich ein viel größerer Fan von Grabstein, ehrlich gesagt. Ja, aber nützt halt nichts. Nützt mir halt gerade wirklich nichts. Ja, come on, das kann nicht sein, dass er jetzt so lange hier mir Schaden macht. Ah. Das ist böse. Das ist ein bisschen böse. Verteidigst du das? Er verteidigt es nicht, okay. Gut. Okay. Dann können wir jetzt wieder normal spielen. Dann können wir jetzt normal spielen. Dann nützt mir der Funky einfach nichts. Müssen wir einfach realisieren, dass der Funky mir gerade nichts nützt. Die liest überbahn aber. Die nützt mir auf jeden Fall was. So. 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 Und so. So, machen wir doch das. Machen wir noch das. Sehr gut. Er setzt immer mehr aus für den Funky, um den zu stoppen und kriegt nicht gestoppt. Jetzt haben wir ein Problem, Der Funky lebt immer noch, das ist wichtig. Das ist super wichtig, dass er noch lebt. Das ist super wichtig, dass der Funky noch lebt. Wenn der Funky noch lebt, ist alles gut. Nur der Funky muss leben. Das ist so wichtig, dass er lebt. Ja, 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 ja. Okay. Nochmal neu aufbauen. Nochmal neu aufbauen, glaube ich. Nochmal ganz neu aufbauen. Nein, greif nicht den an! Oh, das ist scheiße. Das ist gerade scheiße. Das ist gerade richtig scheiße. Okay, jetzt ist wieder mehr. Komm, das kriegen wir verteidigt, Das kriegen wir verteidigt. Okay, das Unentschieden ist wohl das, was wir rausholen jetzt aus dem Match. Oder? Ich weiß nicht, wir haben jetzt einen Push. Wir haben jetzt einen Push, er hat keinen Push mehr. Wir haben jetzt einen Push. Der muss sitzen. Yes, und der hat den verkackt, Ein Push, der muss reinhauen. Come on. Nee, jetzt war's, Unentschieden. Okay. Ja. Nee, das Skelettarmee mag ich nicht.
Ich pack mal den Grabstein dafür rein und versuch da mal zu gewinnen. Und wenn ich bis hierhin aufrechterhalten konnte, dass Leute sagen, okay, ey, der Bardo ist gar nicht so schlecht in Clash Royale. Das wird jetzt die Folge sein, wo alle Leute in den Kommentaren schreiben, ey, du fucking Noob. Das Ding ist, ich mag dieses Deck hier. Mit diesem Deck hier kommt man locker. Wirklich, kann ich versprechen, wenn ihr dieses Deck spielt, kommt ihr locker auf 3300 Trophäen. Locker. Wirklich locker. Und ich kämpfe auch konstant gegen Leute, die Level 10 sind und so. Damit locker. Wirklich aktuell locker. In dieser Meta aktuell kommt diesen Deck hier locker dahin. Aber ich will halt ein anderes ausprobieren. Ich will mal einfach andere Sachen ausprobieren. Zum Beispiel das hier. Und deswegen, das ist einfach die Folge, wo ich Sachen ausprobieren. Die Trophäen sind mir auch fast egal, ehrlich gesagt. Ich will einfach nur spielen und Spaß haben. Deswegen lass uns nochmal versuchen, was Geiles auf die Reihe zu bringen. Und was setze ich am Anfang? Eismagier ist, glaube ich, ganz okay. Ist schön passiv, ist nicht zu offensiv. Und okay. Sehr gut. Er denkt aber, fuck it. Und setzt einfach was mega Offensives. Und ist natürlich nicht so gut. Aber dafür können wir es abwehren. Mega teuer. Mega teuer. Abgewehrt. Aber wir haben es abgewehrt. Ich habe genauso viel ausgegeben, wie er ausgegeben hat, aber wir haben es abgewehrt. Und er hat auch meinen Turmschaden gemacht und wir machen dann ein bisschen an seinen Turmschaden. Das ist schon okay. Ist schon ein okayer Tausch. Was ist denn gegen den? Ich hab den Holzfäller. Ja, Holzfäller. Und der greift. Und das Musket greift natürlich den Turm an. Statt meinen Holzfäller. Der Holzfäller stand viel früher da und trotzdem greift die meinen Turm an. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber so ist es halt. Ja, so ist das. Manchmal wird man verarscht vom Spiel. Nicht cool. Nicht cool. Okay. Er hat alles. Okay, das hat er in seinem Deck. Er hat keine Valkyrie. Er hat einen Musket. Er hat. Okay, den kriegen wir. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Den kriegen wir hin. Den kriegen wir. Er wird gleich wahrscheinlich links pushen. Aber es ist mir gerade so egal. Ich push einfach dumm. Ich wollte ganz vorne sitzen, ich bin abgerutscht, leider. Ich bin richtig dumm abgerutscht auf meiner Tastatur. Oh Mann, okay. Den macht man kaputt, bevor er Schaden macht. Er macht Schaden. Richtig scheiße. Aber wir sind nicht am Turm, wir sind nicht am Turm dran. Wir sind links am Turm dran. Das ist fast so genauso geil. Das ist sogar ein bisschen geiler, links am Turm zu sein. Setz mir das. Ja. Wenn der Holzfäller am Turm ist, macht er so viel Schaden. Mein Holzfäller hat jetzt alleine den Turm kaputt gemacht. Wenn der im Turm ist, macht der unfassbar viel Schaden. Jetzt müssen wir nur links verteidigen. Das kriegen wir hin. Ich will jetzt einfach richtig dreckig nur verteidigen. Ist mir alles egal. Einfach nur verteidigen. Ja, komm, setz dich nicht über Bahn. Ich fetz die jetzt einfach mit meinem Funky weg, notfalls. Ich verteidige einfach die Scheiße jetzt aus diesem Spiel. Er greift rechts an, wieso? Oh, er hat wahrscheinlich irgendwas Krasses. Oh Mann, ist mir jetzt egal. Come on. Oh Mann, okay. Ich verteidige nur. Ich werde nicht irgendwie offensiv Bemühungen machen. Ich verteidige nur. Jetzt greift er doch links an. Ich verstehe ihn nicht. Warum hat er erst die andere Seite angegriffen? Es macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn, warum er da angegriffen hat. Aber wir kriegen es verteidigt. Wenn er nicht irgendwie halt eine Rakete oder so hat. Aber ansonsten kriegen wir es verteidigt. Easy. Wirklich easy. Ja. Der Eismagier macht seinen Job. Der Eismagier macht seinen Job. Zwei Eismagier. Die wird einfach überhaupt nicht schießen wahrscheinlich. Die ist so langsam. Come on. Come on, bitte. Okay. Okay. Okay, wir haben gewonnen. Okay. Um mein Selbstbewusstsein aber wieder direkt zu zerstören. Der Rekord von meinem Gegner war 2087. Er war bei seinem Rekord. Okay, lass uns noch ein Match machen. Noch ein Match, das ist das Finale. Und gegen Level 9er, okay. Okay, ich würde jetzt sehr gerne den Ofen mal spielen, ehrlich gesagt. Aber mein Ofen ist noch zu niedrig von Level. Und ich will erstmal. So, meine Rangliste ist erst den Riesen auf Level 8 bringen, dann meinen Sepp auf Level 11 bringen, weil irgendwie ein Kobold fast, wo Kobold Level 10 drin sind, zerstört mich einfach komplett. Und deswegen, und dann könnte ich eventuell den Ofen. Aber es dauert halt so lange, bis ich soweit bin. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Ein bisschen doof ist es natürlich, auf jeden Fall. Showtime! Ja. Oh, der ist richtig scheiße. Der ist richtig scheiße gerade. Wir kriegen ihn kaputt. So, das läuft ganz gut, das läuft ganz gut. Und Sepp. Unnötiger Sepp. Unnötiger Sepp. Aber vielleicht kommen wir dran. Vielleicht kommen. Ne, wir kommen nirgendwo dran. Chip Damage ist anscheinend das. Oh, oder? Kriegen wir die wenigstens kaputt? Nein. Weil der erstmal Gesicht wie so ein Typ im Kreis. Er ist im Kreis gedreht. Müssen wir nicht schön reden. Der ist mal jetzt gerade im Kreis gedreht, einfach. Okay. Muss ich noch was setzen, um das zu verteidigen? Oder reicht das? Ich glaube, das reicht, oder? Dann machen wir mal ein bisschen Chip Damage. Ein kleines bisschen Damage.
Weil mit dem Tunnelgräber machst du immer so ein kleines bisschen Damage mit dem Setz. Er wehrt ab. Perfekt, perfekt. Okay. Muss ich das abwehren oder setze ich einfach... Ich setze mal den Funky. Der Funky musst du dir ja wegfetzen. Eins. Nee, ich muss... Okay, hätte ich... Ja, musste ich. Jetzt muss ich den Eismagier. Er wird wahrscheinlich einen Hieb abgeben. Und dann geht er kaputt. Okay, perfekt. Okay, aber ich muss ja auch Schaden machen irgendwie. Und die Showtime gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Den bereit halten, falls ich nicht irgendwas setze. Nope, okay. Sepp. Und Holzfäller. Oh, ein Tunnelgräber. Der Tunnelgräber geht jetzt kaputt und der boostet jetzt den... Also, der Holzfäller geht kaputt und der boostet gleich den Tunnelgräber. Und der Tunnelgräber macht jetzt so viel Schaden. 100, 200, 300, 300 Schaden. Ist super gut. Ist super gut. Okay. Wir spielen jetzt ein bisschen kontrolliert. Das mag ich eigentlich gesagt nicht. Ich mag lieber so die In-die-Fresse-Züge. Aber manchmal muss man auch ein bisschen kontrolliert spielen anscheinend. Okay. So. Okay. Und okay. Jetzt kommt der große Schaden. Ich hab den Tunnelgräber an. Okay, nee, macht er nicht. Oh, jetzt selbst ein Funky. Das ist scheiße. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Der hat einen Funky und einen Riesen. Das ist eine scheiß Combo. Oh nein. Und jetzt so lange gewartet damit, ey. Oh, was mache ich denn? Okay, gesappt. Und jetzt musst du Holzfäller. Greif den Funky an. Greifst du den Funky an? Nein, greifst du nicht. Oh, das ist nicht gut. Okay, der Funky ist sowas, der bringt mich noch mega in Panik. Ich habe gerade einfach geschwiegen für ein paar Sekunden. Weil der Funky bringt mich wirklich in Panik. Der Funky ist so die Karte, der ist so, oh Gott, was mache ich jetzt? Der Funky ist wirklich pure Panik für mich. Aber verteidigen schlecht und wir sind jetzt am Turm dran, auch mit dem Tunnelgräber und haben gewonnen. Okay! Ah, oh, schön. Ah. Oh. Aber es macht gerade mega Fun. Also ich bin gerade auf einem richtig niedrigen Niveau, aber es macht gerade so viel Fun zu spielen. Das ist awesome. Weil es geht ja im Grunde nur um Spaß. Bin ich overleveled? Nee, bin ich ja gar nicht. Ich meine, er hat eine Witch auf Level 5. Und er hat eine gewöhnliche Karte auf Level 11. Meine höchste gewöhnliche Karte ist Level 9. So, das ist schon... Oh nee, ist Level 10. Ich habe einen Sepp auf Level 10. Das ist... Aber okay. Das ist überraschend lustig. Vielleicht sollte ich öfter einfach mal ein paar Random Decks ausprobieren. Das ist ja... Habt ihr irgendwie ein cooles Random Deck? Dann schreibt es in die Kommentare und dann würde ich aber sagen, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr mit einem nach oben freuen. Geht mal hier auf die Playlist, die hier verlinkt ist, oder auf das Video, was hier verlinkt. Ich hoffe, das ist ein Video verlinkt, was gut ist. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und ciao!